Das kann ja nicht wahr sein. Jette, mit Jette ist es nicht mehr gut bestellt. So. Komm schon. Gut, dass es ein Bogenschütze ist und eher auf die Distanz arbeiten will. Ich glaube, das überleben wir. Ist halt blöd, dass wir jetzt schon mehr oder weniger die Kacke am Dampfen haben. So, was? Kampf? Ich will rein. Ich will mithelfen. So. Alle hier getötet. Zurück zum Lager, Leute. Hier ist wieder gut. So, ich werde euch auch sobald es geht eine Brauerei schenken. Damit ihr da wieder auf zu Kräften kommt, meine guten Kämpfer. Eieiei, wird man da einfach mal angegriffen? Von so einem Außenposten von den Geistern. Also das wird, glaube ich, auch immer mehr und mehr werden, solche Außenposten. Also so einfach wie am Anfang wird es nicht mehr werden. Da muss die Logistik dahinter schon mal stimmen. Würde ich jetzt mal sagen. Ist ja blöd, dass hier kein weiterer Arbeiter bei rumkommt, wenn man hier einfach, ja, schon mal was so einen Hackstock schon mal hat. So, hast du eigentlich schon was produziert? Nee, noch nicht. Du hast echt mit dem Wildschwein zu kämpfen, Björn. Und mit den Geistern. Echt problematisch, ne? So, manche Wege sind auch schon wieder aus Stein. Sind hier viel genutzte Wege. Ah, er hat das Schwein zerlegt. Huch, da ist ja, wow. Da ist ja essenstechnisch echt was bei rumgekommen. Wow. Das ist brutal, das ist zum Glück im Einzugsgebiet des Lagers. Und Jette holt sich erstmal was zum Essen. Ist auch richtig so. So, schläfst du? Ah, hier schläft auch der Farmer. Perfekt. Es funktioniert. Wie geht's mit dem Holzfäller? Der, glaube ich, braucht schon langsam mal einen Weg hier in die Mitte rein. Oder wie sieht's aus? Ja, müssen wir fast. Da müssen wir noch einen Weg bauen. Und zwar von hier so rein ungefähr. Hier einmal quer durch den Wald. Dann erweitert sich das Gebiet natürlich enorm. Und kann hier echt gut genutzt werden. Der Jäger hat ein gutes Einzugsgebiet. Ich hoffe halt, dass das Essen bald mal abtransportiert wird. Nicht, dass es hier schlecht wird. Da liegt noch Bruchstein rum. So, und hier mache ich noch einen Weg hier weiter in die Tiefe. Dass die Leute hier auch schnell rumkommen. Jetzt hat er hier zwei Schweine zerlegt. Und ja, die sind einfach mal dood. So, du könntest das Essen da vorne mal einsammeln. Das wäre echt nett, aber ich glaube, unser Lagerist ist ein bisschen überfordert. So, unser Weizen wird angebaut. Läuft alles schon mal. Wieso, dass das ab und an passiert? Dass ich so weit rauszoome. Also man kann schon weit rauszoomen. Ich will gar nicht wissen, wie groß die Maps irgendwann mal werden. Wenn man denn so, ja, nach und nach weitermacht. Ist eigentlich schon brutal. So, eigentlich könnte ich schon mal Militär die Brauerei hinstellen. Hier so. Ist jetzt nicht unbedingt nah, aber auch nicht so fern. Die Brauerei wird ja doch ein bisschen Einzugsgebiet kriegen. Ah, gerade so, dass es nicht funktioniert. So, Goldwaffe und Malzbeer werden in diesem speziellen Militärlager für die Truppen bereitgestellt. Okay, dann muss ich so eins fast hier irgendwo hinstellen. So ungefähr. Das ist eigentlich ein guter Platz für. So, hast du eigentlich noch was zu tun? Achso, du schleppst das ganze Zeug hier wieder an. Das ist schön.
Ah, er kommt mittlerweile schon fast an alle Gebiete hier ran. Dass er hier was bauen kann. So, Steinquader haben wir auch noch zwei auf Lager. Wow, super. Hier haben wir zwei Leute am Schlafen drin. Ihr schlaft nicht drin. Man muss hier fast nochmal ein Wohnhaus zimmern. Ah, nee. Ist auch ein bisschen blöd. Ich habe hier ziemlich vollgestellt alles. Ist schon brutal mittlerweile. Ja, baue ich es mal hier hin. Ich hoffe, das reicht hier von der Nähe her. So, wunderschön am Weg anbinden, dass die natürlich hier schnell hin und her kommen und auch die Reichweite sich erhöht. So, ein Holz und ein Steinquader brauchen wir noch. Ja, hier ist genug drin. Genug drin und hier ist auch einiges drin, auch Essen und so. Wie geht's euch lebenstechnisch, Leute? Ja, hat sich schön langsam regeneriert. Das finde ich super. Gestorben ist bis jetzt noch keiner. Das ist super. Ein bisschen was haben wir. Erster Kurier, Försterei. Försterei. Um den Bestand an Bäumen wieder aufzuforsten, ist ein Försterei notwendig. Ah, wird wohl eine Erweiterung sein. Und ein Waffenmacher. Den Erfolg habe ich auch schon. Super. So, kommt hier schon Weizen bei rum? Noch nicht so, ne? Ich habe zu nah am Strand gebaut. Ist auch ein schwieriges Terrain, wo ich hier die Farm hinstellen kann. So, 5 Wasser und Weizen kann er hier lagern. Für das gute Ding. Ein Nachschublager muss auch noch produziert werden. Dann können wir ja die hier schon mal ein bisschen bewegen, so hier hochsetzen. Dass die schon mal als Bollwerk da fungieren können. So, baut irgendjemand dran? Habe ich hier arbeitslose Wikinger? Nein. Ich fordere mal an. Ich kann auch keinen anfordern. Deswegen baut endlich mal irgendwas. Wohnhaus oder so. Das ist irgendwie bitter. Dass ich hier gerade keinen habe, der hier helfen kann. Ja, muss ich einen Soldat entlassen, dass hier zumindest gebaut wird. Hoffe ich jetzt mal. So, Weizen kommt immer noch nicht bei rum. Wasser hat er hier schon bereitstehen. So, arbeitet hier irgendjemand? Ja. Sorry, hat jetzt die Arbeit übernommen. Muss er auch. Aber was halt blöd ist, er macht halt das Lager. Und wenn er mit dem Lager fertig ist, dann kommt immer noch kein neuer Bewohner hierbei rum. Eieiei. Es ist ein bisschen blöde. Gerufene Wikinger, Wikingerkapazität, 4 Krieger, Arbeitslose haben wir gar keine. Deswegen brauchen wir dringend ein zweites Wohnhaus. So, mach mal schneller hier. So. Wuselt mal ein bisschen schneller. Und hau hier rein. Super. Grundpodest steht. So. 3. Achso. 2. Nochmal laufen. Er muss schon extrem weite Wege hier um das Holz laufen. So. Einen braucht er noch und dann kann er fertigstellen. So. Jetzt ist er natürlich Lagerist. Wunderbar. Das habe ich mir so gedacht. Deswegen muss ich noch einen Soldat entlassen. Damit hier ein Wohnhaus entstehen kann. Also hier wird schon munter gewuselt. Ich habe auch jetzt fast alles produziert, was ich produzieren habe können.
Ach, schon kommen hier neue Leute hierbei rum. So. Wollte fertig. So. Wie sieht's aus? Zwei arbeitslose Wikinger. Kann ich noch welche anfordern? Ja, kann ich. Super. Da kommen noch ein paar bei rum. Die kriegen gleich mal 200 Ehre. So. Bau mehr Wohnhäuser. Ja, habe ich gemacht und läuft auch schon. Läuft auch schon. Dann kann ich ja hier wieder zwei einstellen. Ich habe zwei Äxte, also zwei Bogenschützen fehlen mir hier. So, kommt hier schon Bier bei rum? Oh ja. Oh ja. Wunderbar. Die Produktion fängt an. Dann holt euch mal das muntere Malzbier. Währenddessen trinke ich einen guten Schluck. Uiuiui. Wunderbar, wunderbar. So gefällt es einem, wenn die Kleinen hier wirklich die ganze Produktion hier auf den Kopf stellen. So, wie sieht es mit dem Jäger aus? Er ist momentan nicht mehr so produktiv, ne? Oh, oder doch? Er kommt ja doch weit rum. Und hat mittlerweile die ganze Tierwelt hier tot gemacht. So, habt ihr schon ein bisschen mehr getrunken? Wohl noch nicht. Das ist ein bisschen schade, dass sie hier noch nicht das entsprechende Ding bekommen haben. Das Bierchen. Naja, das wird schon. Naja, kann man nichts machen. So, kommt hier schon was bei rum? Holt es auch irgendjemand? Hat gute Bier, was hier rumliegt? Oder heimsen sie sich die das ein? Du bist unser Lagerist, du musst dich drum kümmern. Dass du hier das Bier nah an unser Völkchen bringst. Gut, ich werde hier... Werde ich hier? Nee, ich werde... Ja, ich mache hier eine kleine Pause. Mit unserer Stadt. Mit unserem Wäldchen. Bevor dass wir hier den Krieg anfangen, mache ich eine kleine Pause und sage bis gleich. Gut, da bin ich auch schon wieder aus meiner kleinen Pause zurück und ja, versuche die Geschicke meiner kleinen Soldaten ein bisschen zu verbessern. So, sauft euch die Hucke voll. Wäre vielleicht mal besser. Trinkt mal ein Bier. Hätte ich mal nichts gegen. Könnt ihr gerne mal machen. Ihr hättet auch nicht so weit zum Lager, ne? Dann steht ein Bier rum. Trinkt es. Oder brauche ich dann auch eine Brauerei oder sowas? Eine Ausschenke. Naja, egal. Muss halt so nach und nach passieren. Ah, jetzt geht einer los und trinkt da hier das Bier. Oh, 150 plus Leben, super. Jetzt checken sie es schon langsam. Dass es hier frisches Bier gibt. Und die wollen hier natürlich auch gut im Safte stehen, damit hier was um die Ecke kommt. Also die Produktion ist schon mal gut angekurbelt. Funktioniert schon mal. So nach und nach wird auch das Bier nachgetragen. Und nach kommt auch der ein oder andere Soldat hierbei rum und will hier natürlich was trinken. So, plus 150, plus 150, plus 150. Also das ist schon mal gut. So, also trinkt noch ein bisschen. Hedda, trink gleich. So, plus 300 läuft zur Arbeit. So, das muss ich auch erstmal auffüllen. Das ist super. So werden unsere Kämpfer wirklich stärker. So, jetzt müsste ich aber schön langsam mal hier hochgehen, oder? So einen kleinen Weg schon mal hier hinpflanzen. Das ist ja das Gute, dass ich hier schon mal
ein bisschen was hier ansetzen kann. So, was haben wir denn noch nicht gebaut? Eine Opferstätte hätte ich noch im Angebot. Eine Opferstätte hätte ich noch. Also er produziert echt munter Getreide. Respekt. Da ist der Nachschub direkt gesichert. So, hier ist das Lager gut gefüllt, hier auch. Ich würde mal sagen, die Lager sind überfüllt. Haben wir echt eine gute Produktion haben. Steinwege sind auch gegeben. So, habt ihr alle schon ein bisschen was getrunken? Die einen schon ein bisschen mehr, die anderen weniger. Boah, 450. Hey da, du willst es aber wissen. Du säufst ja wie ein Loch. Die will halt gut gewappnet sein irgendwo. Die laufen immer bis zu einer gewissen Stelle und drehen dann wieder um. Irgendwie voll ungewöhnlich. Die haben hier den Sinn und Zweck noch nicht, dass sie hier ein bisschen weiterlaufen. Naja, die sind auch ein bisschen überfordert hier gerade. Naja, ich muss noch ein bisschen rausfinden, wie ich die Logistikwege am besten gestalte. So, aber der Drang nach Bier ist auch schön langsam hoch. Ja, 1000. Hedda hat sich die nächste Schluck gegönnt. Der Wahnsinn, 1600 schon von der guten Frau. Dann würde ich mal sagen, sind wir gewappnet und können hier eigentlich das Ding hier bewegen. Noch ein Stück hier hoch, wäre cool. So, das Lager habe ich ein bisschen, ja, blöd gesetzt. Hätte ich vielleicht ein Stück höher setzen müssen. Damit es hier auch funktioniert. Hedda läuft schon wieder los. Die will sicherlich was trinken. Ich kenne die doch. Die trinkt gerne mal über den Durst. Ah, kommt aber nicht mehr so weit. Schade. Da ist jemand müde. Hunger ist auch da. Das ist auch blöd. Mit Hunger lässt sich immer so schlecht kämpfen. Und das ist nicht so gut. Naja, wie geht's so? Joa, passt schon. Portal öffnen. Okay. Da kommen schon echt ein paar Gegner bei rum. Werden unsere Bogenschützen gleich mal aus nächster Nähe attackiert. Hier kommen auch echt viele Bogenschützen raus. Aber wir können uns noch gut erwehren. Der erste Bogenschütze ist gleich down von den Wächtern. So, und dann weiter drauf. Genau, erstmal unsere eigenen Bogenschützen ein bisschen schützen. Und Ingmar geht aber trotzdem in die Vollen und versucht hier erstmal die Bogenschützen zu attackieren. Ich glaube, das ist ein sicherer Sieg für uns. Ja, kann man einfach mal so hinnehmen. Gefällt mir. So, läuft. Ja. Und tot. Die haben sogar Goldbarren liegen lassen. Ja, dann gehen wir direkt mal in die nächste ja, Welt. Auf den nächsten Berg. Ziehen wir um. So, hier plumpsen auch schon munter unsere Wikinger hier runter. Ah, hier ist... Okay. Hier wird massive Gegenwehr aus diesem Lager kommen. Okay, okay, okay. Okay, dann bauen wir erstmal Produktion. Huch, das wird immer länger und länger hier. Eine Mühle haben wir jetzt auch, einen Holzfäller. Bauen wir hier hin. So, und dann machen wir gleich mal logistiktechnisch den hier. Hier zum Hauptding her. Ein Wohnzelt ist natürlich auch vom Vorteil. Machen wir auch gleich mal. Natürlich nicht zu viel auf einmal bauen. Weil sonst habe ich hier wieder Probleme. So, aber passt soweit. Hier hinten würde sich natürlich dann irgendwann mal die Ding gestalten.
So, Holzfäller steht. Supi. Dann machen wir gleich mal... Ah, eine Wohnhütte. Wohnhütte erhöht die Anzahl der aktiven Arbeitergänger, die sich dann nicht unter Bäumen... Okay, die ist ein bisschen... Ist wohl ein bisschen größer, die Wohnhütte. Ein Kurier. Okay.